Tag, Kinders, da bin ich wieder, euer Löwe. Zu einem neuen No-Goes by Girls Reloaded. Ja, ihr habt's richtig gehört. Heute zeige ich euch ein neues No-Goes by Girls Video. Ihr wolltet es unbedingt haben und ich hab gesagt, Leint, mach's mal, zeig's den Leuten, was es noch so gibt, das bei Girls gar nicht geht. Ich habe auf jeden Fall wieder 3 Facts, Leute. Und es ist auch was Neues dazugekommen, weil seit dem letzten Video hat sich das nochmal entwickelt bei Girls, was nicht so geht. Also es sind neue Sparten ergriffen worden, die Girls machen, die gar nicht gehen, ja? Und fangen wir auch direkt mal mit Nummer 1 an. Mädels, die auf hart machen, anfangen zu rappen wie ein Gangster und die dicksten Eier auf einmal haben. Leute, ist euch das mal aufgefallen? In letzter Zeit fangen die Mädels an, wie Gangster zu rappen, wie Gangster zu reden mit Schwören. Ich schwick dich, Alter. Komm mal her, ich geb dem einen Klatscher. Das habe ich schon in meinem letzten Video gesagt, aber es hat sich noch krasser entwickelt, Leute. Es ist noch heftiger geworden. Die Mädels fangen irgendwie an, Chabos wissen wir, der Babu ist, zu rappen und sich wie der letzte Gangster aufzuführen. Was ist das, Leute? Sag mir mal einen Jungen, der das cool findet, wenn du dich verhältst wie der letzte Mafia-Gangster-Boss. Sag mir das mal, Mädel. Warum machst du das? Wieso stellen sich Mädels vor die Kamera und fangen an zu rappen? Chubbs wissen, was der Babu ist oder Style und das Skill und machen dann am Ende hier, hab mal Respekt, hab mal Respekt. Ich habe letztens so ein cooles Video von so einem Jungen gesehen, der irgendwie verglichen hat, dass Mädels immer männlicher werden und Männer immer weiblicher werden. Und der hat da auch irgendwie so Sequenzen drin gehabt von Mädels, die irgendwie so rappen. Und das ein so ein Mädel, die rappt irgendwie, Chabos, wissen wer der Babu ist. Und am Ende, hast du gehört, jetzt hab mal Respekt vor mir. Alter, was? Wie soll man denn da Respekt vor dir haben, wenn du dich aufführst wie der letzte Assi? Auf jeden Fall dicke Props an diesen Jungen, der das Video da gemacht hat. Der hat auch im Nachhinein gut wiedergespiegelt, was ich auch denke oder viele auch bestimmt von euch. Und ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr, aber das Video heißt irgendwas, Jungs mit Leggings und so. Sucht es einfach bei YouTube, der Junge ist auf jeden Fall cool. Und das, was er da gesagt hat, war auch ziemlich so das, was ich denke über so Mädels, die auf einmal Chabos wissen wird, der Babu ist und was weiß ich, zu rappen. Was ist das, Alter? Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also, Mädels, wenn ihr Jungs gefallen wollt, dann fühlt euch doch nicht auf wie der letzte asoziale Hartz-IV-Gangster-Rapper, der irgendwie mit einer Pumpgun sich bald selber den Schädel wegbläst. Was ist denn hier falsch auf einmal? Seht ihr das nicht auch so? Sagt mal Bescheid in den Kommentaren, wenn ihr das nicht auch so seht, dass das echt momentan ziemlich ausartet mit den Mädels. Ich lese das auch, wenn ich irgendwie, es gibt ja immer diese Facebook-Seiten, die dann irgendwas posten und irgendwie Leute runtermachen, Leute zu schikanieren und Leute bloßzustellen mit irgendwelchen Videos, die die gemacht haben und so. Auf jeden Fall sind da unter den Kommentaren, boah, ich fange schon wieder an zu schwitzen hier. Auf jeden Fall sind da unter den Kommentaren auch Mädels, die verhalten sich wie die Jungs asozial mit Hurensohn. Oh, was das für ein Lappen. Oh, guck ihn dir an. Er kann noch nicht mal rückwärts, retro, vorwärts. Er ist ja voll dem Lappen, Alter. Mädels, warum verstellt ihr euch so? Warum seid ihr nicht einfach weiblich, wie ihr wirklich seid? Warum, Alter? Kein Jungen auf der Welt gefällt das. Kein. Und wenn, dann soll der Junge bitte vor die Wand rennen. Ja. Egal, bei dem Ding muss ich mich schon mega heftig aufregen. Gehen wir direkt zu Nummer 2 über. Möchte gern arrogante Mädels auf Instagram und AskFM. Alter, Leute, was ist das? Da werden auf AskFM, werden diesen Personen, ich will jetzt keinen nennen, werden ganz normale Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie geht es dir? Kommen die mit, ist das hier etwa ein Chat, du Untermensch? Verpiss dich von meiner Seite. Ihr seid mir eh alle scheißegal. Dieses möchte gern arrogante Gehabe von Mädels geht mir so übertrieben auf den Sack, Alter, dass ich schon wieder explodieren könnte. Runterkommen, Leint, runterkommen. Mädels, ganz ehrlich, es steht kein Junge darauf, außer natürlich, wenn er total vollkommen bescheuert ist, wenn ihr einen auf möchte gern ignorante, arrogante, mich jack nix auf der Welt Mädels macht. Was soll das? Warum geht ihr mit ganz normalen Menschen um, wie als wären die Dreck? Die fühlen sich wirklich, als wären die was Besseres. Was ist das? Warum seid ihr besser als andere Menschen? Erzählt mir das mal. Das ist ein totales No-Go auf Malerfeinsten. Dann immer dieses arrogante Gehabe mit Bildern posten, ja, und so. Denkt man, ist sowieso die Hübsche mit so. So Bildern, wo man so guckt. Und irgendwie so offen und so, dieser mit einem Fick dich, ich bin viel cooler als du Blick.
Mensch, was ist denn, ey? Und Spaß, dieses arrogante Gehabe, ja, dieses, weißt du, man merkt ja sowieso, dass es ein aufgesetztes, arrogantes Gehabe ist. Das ist so was von peinlich, widerlich, dreckig und menschenunwürdig. Lasst es sein, die ganzen AskFN-Mädels, die da einen auf, ihr seid mir alle scheißegal und ich bin eh die Beste. Denkt mal nicht, dass ihr cool seid. Das ist ja nicht nur bei Mädels so. Also, es ist ja gerade ein Logos bei Girls-Videos, aber die Jungs auf AskFN sind auch so. Das ist einen auf ignorant und ich bin der Coolste und mir geht alles andere am Arsch vorbei und ich besitze gar kein Herz machen. Ihr werdet euch in 4 Jahren noch so dafür schämen, dass ihr euch so asozial benommen habt. Ich würde mal gerne wissen, was die Eltern von diesen Personen denken. Wenn die sehen würden, was ihre Kinder im Internet schreiben oder wie sich ihre Kinder im Internet verhalten. Dann würde ich echt mal gerne wissen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Kommen wir auch direkt zu Nummer 3. Und die Nummer 3, das ist echt, das ist gerade so im Kommen. Und das macht mich auch wieder so aggressiv. Macht mich, dass ich fast explodiere und weil ich irgendwie mir fast in die Hose kacke vordrücken. Und möchte gern depressive Mädels auf Tumblr. Was ist das, Mädchen? Was ist das? Die posten auf Tumblr Bilder, wo sie traurig, depri mit hier so Schminke verlaufenem Wassertränen einmachen und drunter schreiben, warum geht es nur mir so schlecht? Wieso kann ich ihn nicht haben? Ich brauche ihn doch so sehr. Wieso ist diese Welt so grau? Ich will hier weg, einfach weg. Mir den Strick nehmen und abhauen. Ich will mich einfach nur noch fühlen. Und dann werden Bilder gepostet mit Armflächen, ja? Wo dann irgendwie hier so mit Edding geschrieben ist, cut here, cut next, cut every day, cut was weiß ich. Und dann so einfach reinschneiden und sich selber fühlen. Ich kann mich schon gar nicht mehr spüren. Mädels. Das sind dann so Mädels. Weißt du, es gibt wirklich Leute, die diese Probleme haben mit Ritzen und Borderline und Depressionen. Das sind Leute, die würden sowas niemals in die Öffentlichkeit ziehen. Niemals. Weil das, was die haben, die sind viel zu sehr mit dem Problem beschäftigt, die sie eigentlich haben. Anstatt da irgendwie im Internet jedem zu zeigen, wie scheiße es ihnen doch geht. Dafür haben die gar keine Zeit. Die sind so in sich selbst gefangen, dass sie niemals auf Tumblr auf einmal anfangen, Ritzbilder zu ihnen zu schicken. Ihr merkt gar nicht, dass ihr Leute damit verachtet, die diese Probleme wirklich haben. Und dass sie euch komplett zum Affen macht. Euch geht es gut. Ihr habt jeden Tag was zu essen. Ihr habt Eltern, die euch jeden Scheiß in den Arsch schieben, ja? Und dann macht ihr auf Tumblr ein, auf mir geht es so schlecht und die Welt ist so grau und warum kann ich ihn nicht haben? Wieso muss es immer mir so schlecht gehen? Ihr habt keine Probleme. Ihr habt einfach nur Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrome. Genauso wie ich. Nur ich muss dafür lustig sein oder so tun, als wäre ich lustig. Ey Leute, bitte. Das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Sich da auf Tumblr so zu präsentieren, als wäre die Welt so scheiße und als würdet ihr irgendwie im Dreck leben. Dabei wohnt ihr in einem Einfamilienhaus, eure Eltern gehen beide arbeiten, verdienen genug Geld, um euch den Arsch abzuputzen, ja? Und ihr tut so, als würde euch scheiße gehen. Ey, da sieht man mal, Leuten, denen es gut geht, die haben nichts zu tun, dass sie anfangen müssen, sich einzureden, dass es ihnen schlecht geht. Und es dann noch auf Tumblr alles großartig zu veröffentlichen und jeder soll ja sehen, wie scheiße es mir geht, weil ich brauche diese Aufmerksamkeit, damit es mir wieder besser geht. Ey, ihr seid so erbärmlich, Leute. Ganz ehrlich, ihr seid so erbärmlich und es ist einfach nur... denk mal an die Leute, die wirklich Depressionen haben, die wirklich Borderline haben und sich ritzen, Alter. Was meint ihr denn, was mit denen ist, Alter? Wenn die sowas sehen auf Tumblr, die denken doch, was ist denn mit denen falsch? Ich hab hier die Krankheit, ich würde das doch niemals so zur Show stellen. Bin ich irgendwie bescheuert? Oh, ihr merkt gerade, das ist wirklich momentan ein ziemlich negatives Video. Aber das sind nämlich, weil das auch einfach wirklich Sachen aus meinem Leben sind, die mich wirklich aufregen. Wo ich wirklich so einen dicken Kloß im Hals bekomme, weil ich mir denke, Leute, was läuft bei euch schief? Was hat man euch getan, dass ihr so seid? Nichts. Warum? Also es gibt keinerlei Gründe, so zu handeln. Liegt es einfach nur daran, Aufmerksamkeit zu bekommen, oder was? Kehrt doch einfach mal einmal in euch und denkt mal, hör mal, hat der Junge nicht vielleicht recht? Vielleicht, der ist zwar bescheuert und schreit rum wie ein kleiner Junge, aber was der gerade sagt, hat der da nicht irgendwie recht? Däumchen nach oben, bitte. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich kann viele Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, über das, was ich gerade gesagt habe. Das ist echt No Ghost by Girls Reloaded vom Allerfeinsten, ja? Und, ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Wenn ihr Bock habt, folgt mir doch bei Twitter. Hier ist jetzt der Link eingeblendet, also meine Seite, The Real Line. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mir bei Instagram folgen. Aber schreibt mir bei Instagram, nicht mehr unter meine Bilder. Folgt mir und ich folge zurück.
bitte. Ich habe euch alle sehr lieb. Ich hoffe, dass viele von euch zur Vernunft kommen. Meine Fans sind eh die coolsten und sind in so einer Welt meistens gar nicht drin. Ich habe euch alle lieb, Leute. Macht was aus eurem Leben. Geht raus, habt Spaß. Genießt das schlimme Scheißwetter. Und redet euch nicht ein, dass alles scheiße ist. Ich hab euch lieb.